Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge aus der Villa Premium Deluxe VIP Lounge. Und zwar haben wir für euch heute frisch gepresste Themen, und zwar Austrian Airlines 787 kommen doch früher als gedacht. Dann haben wir Lufthansa-Mitarbeiter gehen wohl auf dem Zahnfleisch, die Originalworte waren, ich lese es euch vor, arbeiten am Limit. Weiter haben wir dann das Thema BDL, die wollen natürlich eine Verschiebung der Flugverkehrssteuer. Und, also Ticketsteuer umgangssprachlich, und Emirates Skywards ist ein Programm, was man nicht, oder grundsätzlich sollte man Meilenprogramme nicht nutzen, wenn man irgendwelche illegalen Aktivitäten macht. Dann Bundeswehr A340-300 könnt ihr kaufen, VIP-Edition. Ich muss mal gucken, ob ich euch die Bilder zeige. Ich habe sie wie immer nicht runtergeladen, aber wir machen das schon, ihr wisst das ja. Und dann Spirit Aerosystems sind wohl schuld an dem Drama bei Airbus. Ich erkläre euch, warum Airbus-Drama auch bei Spirit ist, aber Boeing-Drama 737 Max. Und wir haben ein Dies und Jen von Frankfurt über, ja natürlich Oslo, nach Newark. Und zwar EWR, 1690 Euronen fängt es an und das Ganze in der Business Class. Also, ihr seid jetzt wieder dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, unten eure Kommentare zu lassen. Ich freue mich immer über jeden eurer Kommentare. Kurz nochmal in eigener Sache. Danke nochmal allen, die sich gemeldet haben zum Thema Sven. Vielen Dank dafür. Wir haben da anscheinend einen Weg gefunden und es geht ihm wohl gut, aber da warten wir nochmal drauf auf Bestätigung, bis ich mit ihm persönlich nochmal sprechen konnte. Also insofern nochmal danke und da können wir eine leichte Entwarnung geben an dieser Stelle. Jetzt das erste Thema und zwar Austrian Airlines. Und zwar Austrian Airlines sollte ja die Flugzeuge kommen von Hainan, also quasi die Lufthansa genommen hat, die 5 Stück und dann von der Hainan. Aber das hat dann nicht so ganz geklappt, denn bei Lufthansa wollte man ja die Hainan, die nennen die intern Sprinter, wollten sie ja quasi ersetzen mit 787, aber bei Boeing kommen ja die 787 nicht so ganz an den Start. Deshalb ist es so, dass man die Hainan-Flugzeuge noch bei Lufthansa etwas länger braucht. Jetzt ist es aber wieder so, dass es eine verspätete Ankunft gab, also das heißt bis Sommer 2024, ihr wisst das, wie es ist. Aber das könnte sich wieder ändern, weil wenn man der Auer glauben darf aus dem Flurfunk, wie das so schön heißt, heißt es, dass es jetzt 2 Flugzeuge, die an eine asiatische Airline hätten gehen sollen, von Lufthansa Group for Austrian Airlines übernommen werden. Also das heißt, dass es jetzt 2 Flugzeuge doch quasi neu gibt. Ich hoffe mal, dass das mit dem Interior jetzt nicht irgendwie wieder so eine quadratische, praktische, blöde Sache wird, dass man jetzt die x-te Business Class in der Lufthansa Gruppe hat. Schauen wir uns das Ganze natürlich an. Und wenn das natürlich in den nächsten Wochen passiert, dann kann das Flugzeug wahrscheinlich sogar noch, oder die Flugzeuge sind ja 2, innerhalb von 2024 auf Strecke gehen und damit dann schauen, welche Langstreckenziele überhaupt angeflogen werden mit der 787. Da ist es so, dass es dann nicht unbedingt mit dem Ausbau von einer Langstrecke einhergeht, aber es ist so, dass dann natürlich erstmal gut Boston und San Francisco kommen könnten. Das wäre so die Top-Liga der Gerüchte bei Hansens. Ich glaube eher Boston, weil das näher ist mit 2. Aber werden wir sehen, werden wir erwarten. Abwarten, was kommt, auch wenn wir es nicht erwarten können. Weiter geht das bei Lufthansa.
mit dem Thema der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter gehen auf dem Zahnfleisch, das sind meine Worte, aber arbeiten am Limit und dann geht man ja auf dem Zahnfleisch. Und da ist es so, bei der Gewerkschaft Verdi, die halt rund 25.000 Lufthansa hatten, in der Bodengruppe, also Bodendienstleistungen behandeln, sind auch dort jetzt wieder aktiv mit Lohnerhöhung. Technik ist übrigens auch mit dabei inkludiert. Da möchte man 12,5% Gehaltsplus durchsetzen, mindestens aber 500 Euro im Monat und natürlich auch diese berühmt-berüchtigten 3.000 Euro Einmalzahlung. Die Lufthansa weigert sich da wahrscheinlich noch zu zahlen, aber die Beschäftigten arbeiten am Limit. Das sagte der Verhandlungsführer Marvin Reschinski am Montag. Und man leidet halt wirklich unter der Arbeitsverdichtung und auch an dem Personalmangel. Deshalb müssen die Leute alle arbeiten. Auch auf der Basis erwirtschaftet die Lufthansa-Konzern nun wieder Rekordgewinne. Also das heißt, die Lufthansa macht Profite. Und da sollte man natürlich die Mitarbeiter auch dran partizipieren lassen. Die Frage ist natürlich für mich immer, der ja eher aus dem Arbeitsgeberlager kommt, die Frage, inwieweit man natürlich dann auch, wenn die Lufthansa Verluste schreibt, das auch wieder von den Mitarbeitern wieder zurücknehmen kann. Ne? Nur so als Randbemerkung. Aber hey, da könnt ihr dann schauen. Auch ist es so, dass man ja natürlich in der Lufthansa-Gruppe mehrere Streikthemen hat. Brussels ist da ein Thema. Dann war es ja mit der Discover Airlines oder beziehungsweise Discover. Da war ja auch noch irgendwas, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann war es noch bei der City, waren ja auch noch mal Sachen, also bei dieser neuen City Airlines, wie auch immer, dass man da vielleicht auch noch mal was macht. Also da gibt es deshalb auch die Frage des Tages. Wie seht ihr die Streitgefahren bei der Lufthansa? Seht ihr das jetzt, dass wir endlich Ruhe haben können wieder? Oder ist das einfach nur ein Thema, weil halt Lufthansa so viel zugegen hat, dass da so viel unterwegs ist? Und das andere ist, seht ihr auch, dass die Lufthansa-Mitarbeiter leiden, also auf dem Zahnfleisch gehen und so weiter? Oder sind die Mitarbeiter so gut, dass sie das einfach uns als Kunden nicht spüren lassen? Ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es nicht gespürt bis jetzt, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass die Leute da auf dem Zahnfleisch gehen. Also das zeigt auch dann die Professionalität und das zeigt auch nochmal, wo die Lufthansa gucken sollte, dass sie den Leuten mehr Geld gibt, weil sie solche Leute nicht überall finden. Aber da bin ich gespannt auf eure Hinweise und Themen. Weiter geht es jetzt mit dem Thema BDL. Und zwar BDL ist für alle, die es nicht wissen, die Abkürzung für den Deutschen Luftverkehrscharts, Bundesverband Deutsche Luftverkehrswirtschaft. So ist das richtig. Heißt also der Dachverband für Fluggesellschaften, wenn man es so sagt. Und diese sagen, dass die Steuern, die Ticketsteuern oder die Luftverkehrsabgabe nicht okay ist und dass man da mit dem 1. Mai auch nicht das machen sollte, weil es zu früh ist. Man möchte da noch ein bisschen das hinauszögern und möchte da die Luftverkehrssteuer, die halt 2011 eingeführt worden ist, dass die Erhöhung jetzt nicht kommt. Ich denke mal, dass die ökologische Modernisierung der Flotte, aber auch natürlich, dass man den CO2-Ausstoß im Fliegen intrinsisch reduziert, weil es ja da eine der größten Kostenstellen ist, weil Sprit kostet viel Geld und das möchte man halt dann auch sparen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Möchte ich mal gucken, was da Phase ist, ob ihr da auch der Meinung seid, naja, Ticketsteuer ist jetzt etwas, was man nicht machen sollte oder ist das einfach nur wieder ein Leiden auf hohem Niveau? Jetzt haben wir ein Thema, was etwas vorgezogen ist, weil es geht ja sonst immer bei uns um Meilenpunkte und Status und ich muss sagen, jeder, der keine Meilenpunkte und Status sammelt, ist dumm. Und dieser Kollege, wenn er es nicht gemacht hätte, wäre vielleicht davongekommen. Und zwar ist es so, in London ist es so, dass es einen Geldwäscher-Ring gibt und der Boss der Geldwäscher hat dafür gesorgt, dass jeder seiner Mitarbeiter Meilen sammelt und er ist dann immer auf First-Class-Ticket dann nach Dubai geflogen und die Geldwäscher haben dann das Geld in, ich weiß gar nicht, wie es ist, laut britischen Ermittlern zwischen 2019 und 2020 Millionenbeträge in die UAE, also in die United Arab Emirates, oder wie wir es in Deutschland nennen, VAE, Vereinigte Arabische Emirate, gebracht. Und dort ist es so, dass es dann per Flugzeug geschehen ist. Und weil man eine Vorliege für Emirates Airlines hat, fliegt ja 380 und von London aus fliegen die ja auch relativ oft, hat man bei Skywards gesammelt. Und so ist es halt wirklich so, dass man dann aufgrund dieser Buchungen, die er gemacht hat und dann auf Skywards gesammelt hat, alle rausgefunden hat, weil er hat nämlich
den Zusammenhang damit relativ einfach gemacht zwischen seinen Geldwäschegeschäften und den Leuten, dass er die Punkte gesammelt hat. Also er hat nicht die für andere, aber es war ja wahrscheinlich dann Family Account oder wie auch immer, und dann sind die Meilen da drauf gelaufen und er ist dann schön lecker in der First Class geflogen. Daran seht ihr, Meilen sammeln macht Sinn, aber wenn man gewisse Tätigkeiten macht, sollte man Meilen sammeln nicht machen und als Warnung verstehen. Also da ehrlicherweise ja nicht wirklich das dann nachmachen, weil es halt wirklich nicht so gut ist, ne? Aber wer von euch hätte das gedacht, dass ein Meilenprogramm irgendwann mal dazu dient, dass man gefangen wird bei Geldwäsche? Also nochmal so kleiner Hinweis für die Profis am Rande. Nur so viel dazu. Ja, dann können wir direkt zum nächsten Thema gehen. Und da möchte ich mich nicht unbedingt als Verkäufer einschleusen lassen oder als Kommissionskrieger. Da muss ich euch sagen, ehrlicherweise, da müsst ihr jetzt selber schauen. Und zwar geht es um den Bundeswehr Airbus, der zum Verkauf steht. Und zwar ist das so, warte, ich muss die Uhrzeit noch aufschreiben, damit die, die das nicht, ihr seid das, ihr seht das ja alle nicht pünktlich. Das ist übrigens ein Hinweis, wenn ihr ein Thema nicht möchtet, dann direkt einfach unten weiter auf die nächste Uhrzeit, dann seht ihr das nächste Thema. Aber hier ist es jetzt so, dass ihr ein Gebot abgeben könnt für einen Airbus 340-300 der Luftwaffe. Und das Ende der Luftwaffen 340-300 ist natürlich nicht so ganz ehrenhaft, wie wir es wissen. Der VIP-Dienst, der 1601, hat in Abu Dhabi das Thema. Und jetzt ist es so, dass die Konrad Adenauer zum Verkauf ausgeschrieben wird. Und die Maschine ist 25 Jahre alt. Am 15. Februar endet die Gebotsfrist, die das höchste Gebot bekommt. Und jetzt gebe ich euch mal die Bilder auf die Augen. So, dann gucken wir das mal hier so schnell nach und einmal rüber kopiert. Da haben wir es. Ich habe das eben für euch schon kopiert. Da seht ihr die Bilder, wie sie einmal durchploppen. Wir gucken sie uns einfach langsamer an. Da seht ihr jetzt die Maschine, wie sie von außen aussieht. Ist also eine Klasse 340-300, die bei der Lufthansa angefangen hat. Die Maschine wurde 2009 erworben, hat 54.572 Flugstunden, 8.367 Starts und Landungen. So sieht die VIP-Area aus. Da könnt ihr natürlich sehen, das ist die Special Air Mission Wing von der Luftwaffe in Köln-Wahn. So sieht das aus in dem Flieger. Dann geht es weiter, da gibt es dann so eine geile Meeting-Area. Ich finde die persönlich sehr hübsch. Das wäre geil im Lufthansa-Flugzeug, so wie die Emirates das hat, dass man dort eine Art VIP-Bereich hat, sich zum Treffen, zum Trinken, zum Essen. Das wären ja für 2, 4, 6, 8 Leute. Also fände ich schon cool. Dann seht ihr natürlich die klassische Lufthansa Business Class. Der Recaro-Sitz, ne, ist es Recaro? Ich weiß es gar nicht. Wenn ihr wisst, welcher Sitzhersteller das war, schreibt es unten rein. Das ist ja halt die aktuelle Business Class. Da geht es dir nicht besser. Das ist die Economy Class, sieht ein bisschen eher aus wie die Premium Economy, aber da könnt ihr auch nochmal dazu schreiben, was ihr davon haltet. Interessant ist auch, dass hier das Zweiersitze sind, heißt also es ist 2-4-2. Und was auch interessant ist, ist, dass die Armlehnen hier die Fixung in der Mitte sind, was dann auch nochmal mehr Platz gibt. Ich glaube, dass bei Lufthansa ist das etwas anders, aber wer weiß das schon, ihr schreibt das. Dann hier nochmal ein Waschbecken, ich finde das Waschbecken selber, wer es sauber machen möchte, nicht so toll, weil es schwer zu putzen ist, aber optisch sieht es gut aus. Da könnt ihr auch sagen, was ihr davon haltet. Und als letztes Bild nochmal ein Bild vom Klorest. Hier seht links die Treppe, die runtergeht. Seht auch nochmal die Taschenlampen, die drin sind, dass ihr da wisst, wie es ist. Und dann sind da zwei Betten. Dann auf der linken Seite ist auch nochmal ein Bett. Und dann auf der anderen Seite der Treppe sind auch nochmal zwei Bankbetts für die Crew. Ja, wer schlafen will, könnte da natürlich auch schlafen. Aber das ist ein Container, wenn ich das richtig im Kopf habe. So sieht das aus. Also, wenn ihr das Flugzeug kaufen wollt, ich weiß nicht, wie das Mindestgebot ist, steht da was vom Mindestgebot? Das Flugzeug hat ja auch Lounges und so weiter. Schön, dass man hier auch jetzt das Essensgeräusch. Hier ist nochmal kurz der Aufriss, falls ihr wirklich kaufen wollt. Economy Class wird das verkauft. Steht irgendwas von dem, was die... Nee, da steht kein Mindestpreis. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Muss ich mal gucken.
Aber ganz wichtig ist natürlich auch, dass wenn ihr bei dem Flugzeug, ich muss mal gerade eine Sache machen, ich weiß gar nicht, wo ich das Bild jetzt wieder wegkriege, warte, da habe ich doch den Knopf gedrückt, da ist es. Wer natürlich diese Sicherheitstechnik, die an Bord ist, mithaben will, die könnt ihr nicht bekommen. Also da nochmal ganz wichtig, da gibt es keinen Zugriff drauf. Ne? Also das wird ausgebaut. Entschuldigung. Dann haben wir das nächste Thema, weil es ist ja wichtig, was da passiert. Und zwar ist es so, dass bei der 737 MAX Probleme sind. Und Spirit Aerosystems, das sind die, die bei der Hüllenproduktion quasi die Master-Leaderschaft haben. Und jetzt kommt es übrigens, die Probleme, die die haben, sind nicht exklusiv bei Boeing, in Anführungsstrichen, sondern die produzieren auch für Airbus. Aber komischerweise gibt es bei Airbus keine Probleme. Das, was das Problem war bei Spirit Aerosystems, ist, dass Spirit Aerosystems hat dort Sachen produziert und dann wurde natürlich die 737 MAX nicht weiter produziert, weil die gegroundet war und damit haben die finanzielle Probleme gehabt, haben Leute rausgeschmissen, es wurden keine Kontrollen gemacht, zumindest nicht in einem Umfang und damit ist das Ganze dann natürlich zum Laufen gekommen. Auch auf der anderen Seite, warum ich das sage, mit Airbus ist es so, bei Airbus gibt es keine Probleme, obwohl die von denen Teile beziehen. Da ist wohl bei Airbus die Kontrolle besser. Was bei Spirit das Problem ist, ist auch, dass die eine Kultur haben, die nicht unbedingt dafür einlädt, da Probleme zu benennen. Weil wenn man den Zeitungen und den ganzen Sachen glauben darf, ist das so, dass die Leute, die dort Whistleblower waren oder Whistleblower sind, die wurden einfach entlassen, rausgeschmissen und dann war da Schluss mit lustig. Deshalb da von mir nochmal kurz die Geschichte. Wenn dem so wäre, dann muss da wirklich aufgeräumt werden. Aber meiner Meinung nach auch mehr Probleme bei Boeing, weil wenn Airbus dieselbe Qualität oder dieselbe schlechte Qualität bekäme, warum findet das bei Airbus kein Problem, bei Boeing ein Problem? Also da würde ich mal so ein bisschen Gedanken machen. Auch hier könnt ihr unten schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Da wäre ich mal gespannt auf eure warmen Worte. Jetzt gehen wir um 17:20 in die Dealzone. Ja, lange haben wir keinen Deal mehr gehabt. Ich habe lange auch keinen gefunden, wo ich sagte, der wäre geil gewesen. Ich glaube, ich habe einmal einen zugeschickt. Den habe ich vergessen. Sorry, aber immer zuschicken. Ich weiß nicht, warum ich den vertüdelt habe. Fällt mir gerade ein. Aber ich gebe euch das mal auf die Augen. Und zwar haben wir den ersten Dealzone-Deal. Und zwar der erste Dealzone-Deal, den wir haben und den einzigen, ist nämlich ein Flug mit der SAS von Frankfurt nach Oslo, nach Newark und zurück. Das sind 8.813 Meilen, sind 2.203 Meilen im Average, also im Durchschnitt pro Flug, was eigentlich für mich eine Aussage ist, die komplett Banane ist. Buchungsklasse habt ihr hier, seht ihr das zum Beispiel. Der Deal ist auch von der Loyalty Lobby. 1691, da seht ihr nochmal alle Sachen. Und wir gehen natürlich nochmal auf den Credit ein, wie viele Meilen ihr bekommt. Im Moment ist es ja noch so, dass es bei der Star Alliance ist. Da ist der Gewinner die Air China. Die Air China hat 17.995 Meilen mit der TAP 17.98, geht dann über Miles & More. Interessanterweise macht Miles & More mehr, als man selber bei der SAS bekommt, weil die geben nämlich nur 3.000 angeblich für den J-Tarif. Sogar Etihad gibt 1.771 und 0 gibt es bei Air New Zealand. Dann wissen wir zumindest, dass es funktioniert. Wichtig ist an dieser Stelle, dass ihr wisst, dass es im Moment halt wirklich noch bei der Star Alliance gut geschrieben wird. Aber je nachdem, wann ihr den Flug bucht, dann natürlich nicht mehr. Ja, damit haben wir alles abgearbeitet. Denkt dran, die Frage des Tages zu beantworten. Denkt dran, da auch nochmal zu kommentieren in anderen Themen, wenn ihr wollt. Kanalmitgliedschaft und Stammtisch am 24. in München. Freue mich, wenn ihr dahin kommt und wenn wir uns da sehen. Damit haben wir alles wieder gesagt. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Es gibt für euch natürlich wie immer an dieser Stelle den Abspann. Und ich muss ihn wie immer suchen, weil er auf meinem Bildschirm sich wieder versteckt. Aber da ist er. Also, bis morgen in Alter und Frische.
Und ich freue mich. Bis dann. Ciao. Thank you.